Dein Sohn, der damals angeblich an einem tragischen Unfall gestorben ist, erlebt. Er ist nicht tot. Hör bitte auf, so einen Mist über meinen Sohn zu erzählen. Der Junge ist schon seit 8 Jahren tot. Ich habe ihn heute auf dem Sportplatz gesehen. Das kann aber nicht sein. Mein Sohn ist an einem tragischen Unfall gestorben. Und das vor 8 Jahren. Papa, ich mein's ernst. Er meinte zu mir, dass er seine Eltern an einem Unfall verloren hat. Komm bitte mit, Papa. Lass uns zu ihm gehen. Mein Name ist Zuko. In diesem Video erfährt ihr die schockierende Wahrheit, die mein Leben verändert hat. Ich bin ein Pflegekind und habe meine Familie nach langer Zeit verloren. Nun wurde ich in eine neue Familie adoptiert, doch etwas Unheimliches passiert. Der Sohn, der vor 8 Jahren bei einem Unfall gestorben sein soll, lebt angeblich noch. Ich habe ihn auf dem Sportplatz gesehen, aber niemand glaubt mir. Jetzt werde ich meinen Papa dorthin bringen und ihm beweisen, dass der Junge noch lebt. Du schon wieder hier? Oh nein, die Jungs kommen schon wieder. Die sollen nicht wissen, dass ich schon wieder am Trainieren bin. Der berühmte Fußballer ist wieder da, wo die ganze Schule über dich redet, weil du mit einem Tennisball trainierst. Ey, bist du hier immer noch mit dem Tennisball am Trainieren, du Loser? Wollt ihr mein Trikot kaufen? Was soll ich eigentlich mit deinem Trikot? Der stinkt doch bestimmt. Ich verkaufe euch den. Sag mal, mein Freund, was hast du eigentlich vor? Was willst du damit erreichen? Danach habe ich wenigstens Geld, um mir einen neuen Ball zu kaufen. Ey, ich rede mit dir. Hörst du mir zu? Weil ich dann Geld habe und mir endlich einen neuen Ball kaufen kann. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ey Jungs, der Typ will seinen Trikot verkaufen, damit er sich einen neuen Ball kauft. So ein Loser. Du möchtest gern. Geh mal nach außen deine Hausaufgaben lieber machen. Niemand gibt dir einen Ball und dein Vater, der kauft dir nicht mal einen. Also sieh es endlich ein. Fußball spielen ist für dich ab heute Geschichte. Ja, ja, geh ruhig und komm nie wieder auf diesen Sportplatz. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Wieso versteckst du dich seit 8 Jahren vor deinem Vater? Weißt du, wie der Arme leidet? Ja, genau. Es musste so sein. Dein Vater ist immer nachts am Weinen und das schon seit 8 Jahren. Hast du überhaupt kein Mitleid mit ihm? Aber du bist doch jetzt sein Sohn. Er hat mich ersetzt für einen anderen. Dein Vater dachte, du wärst an einem tragischen Unfall gestorben. Er war sehr einsam. Du darfst ihn aber auf keinen Fall sagen, dass ich hier bin. Warum denn das? Es wird nicht gut enden, wenn du ihm sagst, dass ich hier bin. Du weißt ganz genau, er ist krank geworden wegen mir. Was erzählt dieser Junge dafür einen Unsinn? Ich verstehe einfach nicht, was er meint. Ich werde jetzt alleine weiter trainieren. Warte mal, ich trainiere mit dir. Ich ziehe kurz meine Fußballschuhe an. Wo ist er hin? Er stand doch vor einer Sekunde vor meinen Augen. Er kann sich doch nicht in der Luft aufgelöst haben. Bin ich verrückt geworden? Bilde ich mir das alles nur ein? Was ist denn los? Doch, er war gerade hier. Ich frage sogar die Jungs. Ali, hast du hier einen Jungen auf dem Sportplatz gesehen? Er war doch hier am Trainieren. Er meinte, er wäre neu in die Stadt gezogen. Nein, außer uns war bis jetzt noch niemand hier. Wir sind seit 8 Uhr morgens hier, aber es kam noch niemand. Das kann doch nicht sein. Sag mal, was willst du damit erreichen? Versuchst du mich zu verarschen, indem du meine alten Erinnerungen weckst, die so schrecklich waren, als ich meinen Sohn verloren habe? Papa, dein Sohn war hier. Ich lüge dich nicht an. Das war das letzte Mal. Machst du das nochmal, werde ich dich aus dieser Familie entbahnen. Wieso glaubt mir Papa nicht? Das ist komisch. Wo steckt der Junge jetzt? Ich hab's gesehen, ich kann doch nicht verrückt sein. Los, wir gehen jetzt nach Hause. Papa, willst du nicht kurz warten? Vielleicht kommt er gleich. Hör auf, hältst du mich hier für einen Dummen? Wir gehen jetzt nach Hause. Deine Strafe bekommst du noch. Aber Papa, ich habe dich nicht angelogen und mit deinen Gefühlen gespielt. Ich habe ihn wirklich auf dem Sportplatz gesehen. Sei ruhig, mein Sohn ist seit 8 Jahren tot. Und du kommst hierher und behauptest, dass er noch lebt? Schäm dich, mach das nie wieder mit mir. Es tut mir leid, Papa. Meine Söhne, seid ihr zurück? Papa. Guck mal, wer hier ist. Dein Sohn, der angeblich vor 8 Jahren gestorben ist.
Aber das kann doch nicht sein. Du bist an einem Unfall gestorben. Papa, ich lebe noch. Dein Sohn lebt, Papa. Guck mal, er ist hier. Du hast dich so verändert. Und bist groß geworden. Papa, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Sag es, mein Junge. Ich mache alles für dich. Oh mein Gott, du bist noch am Leben. Ich lebe nicht mehr. Was sagst du da, mein Junge? Du stehst doch vor mir. Und Gott sei Dank lebst du. Nein, Papa. Das ist alles nur eine Einbildung. Herr Ruiz, stehen Sie auf. Hier ist der Doktor. Sie sind jetzt in sicheren Händen. Ruiz, hören Sie mich? Herr Ruiz, hören Sie mir mal zu. Was Sie erleben, ist nicht real. Ihr Sohn ist seit 8 Jahren tot. Sie müssen sich daran erinnern. Sie sind seit 3 Monaten hier in der Psychiatrie. Alles, was Sie sehen und hören, ist eine Illusion geschaffen von Ihrem eigenen Verstand. Aber Sie können wieder zur Realität zurückfinden, wenn Sie es zulassen. Nein, das kann nicht sein. Ich bin nicht in der Psychiatrie. Es hat niemand gesagt, dass du Fußball spielen sollst. Ich habe dich in dieser Familie als Pflegekind aufgenommen und nicht damit du weiter Fußball spielst. Das habe ich dir damals gesagt, bevor du in dieser Familie aufgenommen wurdest. Was du liebst und was deine Leidenschaft ist, ist mir völlig egal. In dieser Familie läuft alles nach meinen Regeln. Du weißt, dass ich gegen Fußball bin. Muss ich dir das wieder sagen? Hör auf, dich mit meinem Sohn zu vergleichen. Mein Sohn ist anders. Mach das nie wieder. Mir geht es gut. Ich bin gerade zu Hause und habe ein Pflegekind. Ich habe hier eine große Familie. Sie können gerne nachfragen. Er ist direkt neben mir und schaut mich gerade an. Und mein Junge, ihr zwei seid meine Söhne. Endlich habe ich euch beide bei mir. Hört mal, was der Arzt gerade sagt. Er meint, ihr sollt mir alles angeblich einbilden. Jetzt könnt ihr zwei endlich zusammen Fußball trainieren. Mein Sohn, darf ich dir vorstellen? Das ist Zuko, mein Pflegekind. Herr Ruiz, es gibt kein Zuko. Sie haben kein Pflegekind. Sie bilden sich das alles seit Monaten ein. Hört ihr das, meine Söhne? Der Arzt, was er gerade mir sagt. Er behauptet, ich würde mir das alles nur einbilden. Aber ich sehe euch. Ich sehe euch. Ich stehe direkt vor mir. So, Herr Ruiz, ich werde Ihnen jetzt einige Medikamente geben. Sie werden sich erstmal beruhigen. Schließen Sie jetzt bitte Ihre Augen.